Das ist so. Das ist doch nur ein Mond. Okay. Buff. Super. Oh Leute, was verlangt ihr von mir? Was weiß ich nicht, in welcher Größenordnung das hier alles passieren muss. Woher soll ich das denn wissen? Jetzt schmeißen. Irgendwas scheine ich richtig gemacht zu haben. Gebt mir diesen Planeten. Okay. Irgendwann werden die schon an die richtige Stelle springen. Hoffe ich doch mal. Es ist gerade bestimmt total langweilig für euch. Da ist er. So, der Kleine schwirrt auch irgendwo rum. Ich bin fast so weit, glaube ich. Ja, Planetenkunde. Da ist auf jeden Fall ein Loch. Ich habe keine Ahnung, ob ich das, was ich hier mache, richtig ist. Piff. Also wir dürfen die Sonne nicht treffen. Okay. Der geht. Obwohl, ich glaube, der hat die Decke getroffen. Vor allen Dingen, give it a whirl. So, müsste man nicht eigentlich irgendwie hier feststellen können, ob das hier alles klappt? Es kann doch jetzt nicht so vom Zufall getrieben sein. Ja, das ist ein schönes Experiment in Sachen Gravitation und alles, aber... Und Orbits. Ich glaube einfach nur, dass wir den richtigen Orbit jetzt treffen müssen. Natürlich, aber... Piff. Ha! Mann! Lauter blöde Rätsel gegen Spiel endet. Muss doch nicht sein. Die kann ich aber nicht... So, der kommt doch wieder zurück. Ist doch ein Orbit. Was willst du von mir? Der ist zu weit. Ist sehr elliptisch. Man ist witzig, auf jeden Fall. Aber irgendwie auch... Ja, der ist natürlich sehr groß. Wo bist du? Komm her. Planet. Hier geblieben.
Aha. Spiel gespeichert. Das heißt, wir haben die Tür jetzt auf. Okay, aber die andere will ich auch noch. Also wenn schon, denn schon. Jetzt weiß ich halt nicht, ob die nach außen müssen oder nach innen. Ich glaube mal eher, die müssen nach innen. Weil der hat doch einen Orbit. Ist doch alles gut. Der Orbit ist doch super. Der wird nur immer größer. Uiuiui. Ja. Schade. Ein paar Versuche mache ich noch. Weil ich will das jetzt wissen. Piff. Too much. Okay, dann gehe ich jetzt hier lang. Ist bestimmt auch wieder nur so ein blödes Extra. Hier ist dunkel. Hallo? Oh, ich hasse diese Dinger. Was bekomme ich wohl jetzt? Dreifach, okay. Gib mir. Auf jeden Fall interessant, aber jetzt hilft uns das trotzdem nicht weiter, weil wir immer noch hier die andere Tür aufmachen müssen. Bringt das was, wenn ich das nach da oben hinschmeiße? Vor allem wird hier direkt gemacht. Warum? Das ist Quatsch. Da ist doch nichts. Na, da treffen die nur die Wand. Der fliegt doch stabil. Ponk. Na gut, ich glaube nicht, dass das von hier was wird. So. Kometendings, du bist hier. Ich will doch einfach nur den richtigen Winkel erwischen hier. Schweb jetzt gefälligst an deine Position, Mann. Oder ich brate dich mit meinen Imperatorkräften. Da muss der hin. Warte mal. Ha. Das sind Monde. Sehe ich ja jetzt erst. Warum sehe ich das jetzt erst? So, das ist Mond Nummer 1. Da müssten wir den eigentlich hier hinsetzen können. Ja, schön. Haben wir das auch gesehen. Ich bin halt blind bei sowas, ne? Komm. Hurra. Es geht weiter nach 40 Stunden. Ich stehe übrigens komplett falsch. So. Ah, haben wir dieses Rätsel auch gelöst. Endlich. Super. Wo kommen wir denn jetzt hin? Weil irgendwie muss ich ja die Haupttür da hinten noch aufmachen, wo wir gestartet sind. Nichts. Auch wieder Korridore. Ich kann nicht zaubern. Okay. Es ist Nacht. Es ist. Okay.
Schatzinsel? Schön, mit Muschel-BH. So, welches Rätsel ist das? Warum ist es hier überhaupt so? Okay, da wird sich bekämpft. Muss mal eben hier Level abmachen. Damit das Gebimsel hier aufhört. Trankplatz plus 1 oder Aufladungsrate plus 2. Komm, so viele Tränke brauchte ich jetzt nicht. Ne, aber das entspricht dem, was hier im Buch steht. Das ist nämlich der gewesen. Da kommt noch der und der und das ist der Trankplatz. Dann sind wir nämlich so fast durch. Ich kann nicht zaubern. Ich habe eine Fackel. Brauche Feuer. Dann kann ich garantiert hier... Hallo? Ich sagte, ich brauche Feuer. Das ist jetzt unrealistisch. Und zwar sehr. Sehr unrealistisch. Hier ist eine Muschel. Da, pass auf, da kommt jetzt Meeresrauschen. Oder auch nicht. Hm. Plonk, auch sehr geile. Weil ich behaupte mal, dass ich hier Feuer machen muss. Auf jeden Fall waren da jetzt Schiffe, die sich beschossen haben. Da sind noch mehr Schiffe, die sich bestimmt dann bald beschießen. Ich muss hier irgendwie Feuer machen. Hier ist ein Eimer. Kann ich mit dem Eimer was machen? Nein, hier ist eine Flasche. Kann ich eine Flaschenpost senden? So, jetzt haben wir hier Feuer, womit wir nichts anfeuern können. Komme ich hier raus und kann zaubern. Dann kann ich nämlich die Fackel hier anzaubern. So. Kann ich doch hier bestimmt das Lagerfeuer entzünden oder auch nicht. Kann ich das Gras hier in Brand stecken? Auch nicht. Was kann ich hier denn überhaupt machen? Kann ich die Tentakel hier, den Kraken hier braten? Was sind das für Level hier? Das macht mich jetzt schon so ein bisschen kirre. Hallo, meine Gute, wollen Sie hier mit mir dinieren? Oder ist das hier einfach nur Theming? Ich weiß es nicht. Warum das Ganze? If I had to pick one person to be stuck on a desert island with, it would be... No, no, I really can't think of anybody actually. No one at all. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, man merkt das nicht. Weil ich weiß nicht, was ich... worauf das hier auch hin arbeiten soll. Behold the killer who drowned a soul, who only asked for a drink, who ignored the cries from the filling hole and snuffed out a life in a blink. Was? Was willst du? Ich verstehe die Rätsel nicht. Ich verstehe nichts mehr hier. Deswegen haben wir, glaube ich, jetzt fast schon eine Stunde verplempert. Ich muss mal eben hier auf meinen Device schauen, was denn hier so zeitmäßig gesagt wird. 41 Minuten, mein Gott. Ich hoffe mal, dass das hier irgendwie nicht jetzt in Desaster endet. Spiel gespeichert. Das sieht mir nach einem Zwerg aus.
I am ready. Fight me, Gesocks. Versuch den jetzt einfach hier mit Feuerbällen zu treffen. Ach, ich kann nicht zurück. Ach so. Ich hab doch hier Windzauber. Meh. Oh oh. Ich hoffe, ich mache das richtig. Okay. Gut, Bosskampf 101. Einfach alles mit Feuerwellen, totschmeißen. Hilft scheinbar immer. Da ist irgendwas, was nicht weggeht. Sammelgegenstände, immer gut. Fackeln, die nicht an sind, okay. Nehme ich. Gräber mit Heiltränken nehme ich noch mehr. Ich hätte mich hier oben hinstellen können, glaube ich. Überblick, was kann ich hier tun? Again, I am at a loss. Ich sehe keine unmittelbare Tür. Von da kam ich. Da sind noch mehr Gräber, da geht's einfach nur rauf. Oh. Da war ich. Von da kam ich. Hier bin ich gerade rein. Hier muss doch auch wieder irgendwas sein. Was habe ich gemacht hier? Ist hier irgendwas passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Was habe ich getan? Hat sich irgendwas im Spiel gespeichert? Ach so. Ah, okay. Ah, okay, scheinbar tut sich hier dann tatsächlich was. Gut, dann würde ich mal sagen, meine Zeit ist hier fast rum. Mein Rücken schmerzt ein wenig. Vom vielen Stehen und Werfen und Machen und Tun. Und ich hoffe, dass diesmal meine Audioaufnahme nicht im Arsch ist. Weil ich ja jetzt ein Backup habe und dann geht das natürlich alles wieder perfekt. In der nächsten Folge werden wir uns dann um den Scheiß da kümmern. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Erfolg und ein bisschen weniger Gesuche. Und ja, gucken wir mal. Ich werde jetzt auch mal zurück in mein Domizil gehen. Denn wir haben ja trotzdem hier so einen neuen Zauberdings da gefunden. Irgendwie dreifach. Mal gucken, ob ich das kombinieren kann. Das wäre natürlich sehr gut. Weil ich möchte meinen Feuerball schon verstärken. Und rein theoretisch kann ich natürlich auch in die früheren Level zurück. Und Triple Recharge. Passt das? Triple Minus Recharge. Okay, dann braucht er länger, um aufzudingsen. Searching. Ach, das funktioniert dann nicht. Ja, nee, dann behalte ich den. Recharge. Und suchen. Ja, macht auf jeden Fall mehr Schaden, braucht aber weniger. Braucht aber länger zum Aufladen, aber wenn wir ein paar Level haben, dann glaube ich tatsächlich, dass das was werden kann. Geht das auch? Verbesserte Wirkung? Ne, den haben wir schon. Eis rein. So, haben wir hier den Javelin. Ne, das ist Wind. Geht auch nicht. Javelin, Triple Recharge. Komm, beweg dich. Suchen. Weil darauf warten muss ich sowieso und ich benutze das Ding selten genug. Nö, das geht noch. Nö, muss ich halt nicht so viel schmeißen. Und mach 6 Schaden in der Zeit. Naja, auf jeden Fall, genau, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, hoffentlich mit vernünftigem Audio im Labyrinth der grünen Zauberin an der letzten Tür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.